Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gödenstedt und einen wunderschönen guten Morgen natürlich auch an die ganzen, die das Video nach Veröffentlichung gucken. Ich klebe an meinem Stuhl fest, ohne Witz. So, ich habe was Interessantes entdeckt gerade. Guck mal, also hier jetzt nicht, ne? Aber hier zum Beispiel, der Drescher arbeitet jetzt momentan hier, ne? Und das Geile ist, wir sehen jetzt unten in der Mitte eine Zeit, 32 Minuten. Das heißt, der wird für dieses Feld hier noch 32 Minuten brauchen, dann ist er fertig. Ich habe das gar nicht gesehen vorher. Und der Leo hat mir das gesagt, dass es die Zeit ist, die er noch braucht. Und man, der hat natürlich keine Zeit bekommen. Aber der hat auch eine Zeit von 45 Minuten. Mega krass, ne? So, der müsste eigentlich jetzt direkt abfahren, bin ich der Meinung. Warum fährst du nicht ab? Sofort abfahren. Lass mal einfach mal machen. Ich weiß nicht genau, was er macht. Der braucht noch 8 Minuten. Das ist auch akzeptabel, wie ich finde. 2 Stunden 14. Oh mein Gott, der wird noch ewig brauchen, ne? Gut, nicht so schlimm. Ist halt so im Leben. So, was machen wir heute? Heute, ich habe mir vorgeschlagen, es gibt... Ich habe nicht... Nochmal, ich muss es anders formulieren. Ich habe einen Anhänger gesucht, mit dem wir Bäume laden können. Gibt es ja an und für sich sehr, sehr viele. Aber, jetzt kommt das große Problem. Es gibt keinen Drehschemel ohne Kran. Den gibt es nicht. Ich habe wirklich gesucht. Auf ModHub, auf VerbindMods, auf ModHoster, überall. Ich habe keinen gefunden. Wirklich nicht. Ich habe es wirklich versucht, aber geht nicht. Ich habe... Nee. Gibt keinen. Für mich gibt es keinen, anscheinend. Ah ja, das passt. Ich habe aber noch eine interessantere andere Variante gefunden. Und zwar werde ich jetzt so machen, dass ich die jetzt nicht, weil es hat auch Vorschläge von euch gegeben, dass ich die Bäume nicht verkaufen sollte oder nicht transportieren sollte. Das wäre nicht so gut. Ich habe jetzt eine andere Variante gefunden. Und zwar werde ich diese Bäume alle häckseln. Mit dem hier, mit dem Jens. Der ist richtig gut. Den haben wir schon mal auf dem Forstprojekt damals gehabt, auf der FDR Logging Map war das damals. Der hat richtig gut funktioniert. Zum Mieten wäre mir fast zu teuer, aber zum Kaufen ist halt die Frage, ne? Oder soll man einfach mieten? Wir könnten aber theoretisch einfach mal alles umsemmeln, also alles ummähen, also mähen ist falsch, alles werfen und dann könnten wir alles häckseln. Das wäre richtig gut, glaube ich. Ich mache mal den Anhänger weg, weil sonst gibt es ein Problem hier. Weil dann würde ich das einfach alles auf der Wiese hier unten sammeln und dann bei Gelegenheit einfach mal, einfach mal, wie sagt man das ganz doof, den Häcksler mieten für eine Stunde, alles reinwerfen und dann wird man einfach häckseln und das dann mit einem Förderband gegebenenfalls oder mit was anderem, weiß ich nicht, einfach abfahren und fertig. Ich würde die Bäume auf der Seite hier drüben würde ich lassen, weil die stören mich nicht, aber auf der Seite stören sie mich halt schon. Was fährt denn hier vorbei? Ach so, ja gut. Gut, das passt. Das habe ich schon weggemacht. Wir fahren jetzt einfach mal die Strecke ab, die mich stört, unter Anführungszeichen. Oh mein Gott, das ist ein Problem. Der Xeron ist viel zu schnell gefahren, habt ihr das gesehen? Der ist viel zu schnell gefahren. Oder habe ich die... Ja, ich glaube, ich habe die Strecke nicht mit dem Xeron eingefahren, ne? Das könnte ein Problem sein. Egal, wir gucken weiter. Okay, der Baum stört mich auch. Wie gesagt, den werde ich dann einfach in den Jens reinwerfen und dann habe ich kein Problem mehr. Weil sonst müsste ich jeden Ast einzeln absägen und so weiter und so fort. Habt ihr mir auch geschrieben, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Was ist denn das da hinten? Warum ist das so blau da hinten? Da machen wir das lieber so. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr wisst, was ihr mir schreibt. Ne? Also, dass es auch stimmt, was ihr mir schreibt. Und da haben wir auch sehr viele geschrieben, das macht gar nichts, wenn du die Bäume wegmachst. Vom Spieler ist es egal. Du musst sie nur verräumen, haben ein paar geschrieben. Ein paar haben gesagt, ich soll die dann einfach in den Wald werfen und fertig. Ja, werde ich jetzt nicht machen, aber... Ich weiß an und für sich, was ihr meint, wahrscheinlich. Jo, der fällt auch sehr gut um. Dem Bari müssen wir ganz kurz helfen. Ach, die Kuppe hier, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Ich werde hier kein Gedöns mehr ansehen, kein Mais. Sondern ich werde hier irgendwas Getreidemäßiges ansehen, wo der Drescher einfach nur ein bisschen rumfahren muss. Das wäre mir sympathischer, also wie jedes Mal hier. Also, ich werde es so machen, dass ich mir beim nächsten Mal Gedanken machen werde, wo ich was ansehe. Weil einfach das nicht not tut, dass ich jedes Mal den Fahrer hier rausfischen muss aus irgendeiner brenzlichen Lage. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, deswegen. Ja.
Wir müssen bei dem hier. Bei dem hier den Spurreis ausmachen. Machen wir ganz kurz Stopp hier. So. Weil sonst ist er nämlich beim nächsten Gedöns drinnen und das ist scheiße. So, gut, das haben wir auch. Dann fahren wir noch weiter. Also hier werden, auf der Seite werden so ziemlich alle Bäume fallen, kann ich jetzt schon mal sagen. Weil das nützt nichts. Vorne hier in der Ecke, die werden alle fallen. Weil ich muss hier reinkommen mit den Großmaschinen. Und ich möchte natürlich auch LKW und so weiter kaufen. Und ich habe mir auch neue Mods mit reingenommen. Wieder. Ja, tatsächlich wieder. Ich habe mit reingenommen dieses Lampcan-Set. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe endlich geschafft, es mit reinzunehmen. Der muss gleich weg, sonst haben wir gleich ein Problem. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich glaube, das war unter Gruppe. Genau, da ist es. Das Lampcan-Set. Das ist das Grundmodell, habe ich mir sagen lassen. Und dann gibt es überall die Erweiterungen. Wie das hundertprozentig funktioniert, habe ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Weiß ich echt noch nicht. Aber mal gucken, ne? Da gibt es auch einen Flug für, habe ich gehört. War das der hier? Der hier, glaube ich, war das. Mit je 4 Meter kannst du 2 dranhängen. Perfekt. Hast du 8 Meter Flug. Wo gibt es das schon, ne? Ist auch seemaschinentechnisch was bei? Das weiß ich gar nicht, siehst du? Nee, ist nichts bei, okay. Aber Seemaschine haben wir ja eine gute, wie ich finde. Also das passt auf alle Fälle. So. Das war so nicht geplant, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. So. Erstmal Bling Bling anmachen. Jetzt lass doch los, Hans-Dieter. Mein Gott. So, ich möchte eigentlich nur in das andere Feld rüberschieben, weil wir das dann tatsächlich hier unten dann alles häckseln werden. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest? Muss ich halt auch ein bisschen beeilen, weil wenn da Autos kommen und die da sich irgendwie verhaken drin, ist auch scheiße. So, einfach hier runter. Wie ich das dann mit dem kleinen Merlo machen werde, weiß ich noch nicht, aber ich werde es irgendwie schaffen. Da haben wir dann genug zu tun am Samstag, wie ich finde, ne? Vielleicht können wir das bis Samstag fertig machen. So, dass wir dann am Samstag schön ein bisschen Forst häckseln, also Hackschnitzel produzieren, glaube ich, kann man auch dazu sagen. So, ganz wichtig sind die zwei Bäume hier. Wenn ich die aber jetzt so schneide, dass sie gleich hier reinfallen, muss ich sie nur mal ein bisschen anschubsen, ne? Haha, geil. So. Ja, ist halt wirklich so, weil die stören mich halt extrem bei der Feldbearbeitung. Ja, dann halt nicht. Mir wurde immer gesagt, die fallen immer nach links. Wie ich sehe, fallen sie nicht immer nach links, aber ist auch kein Problem. Du fällst gar nicht, ist auch kein Problem. Alter Schwede, hier sind ja viele Sachen drin. Ah, schau mal hier mal ab. Für die ganzen Fallfarmer-Leute. Heute wird eine Folge Fallfarmer kommen. Aber, jetzt bitte ganz genau zuhören, aber so wie es jetzt mal aussieht, wird es wahrscheinlich morgen kein Gönnchat und keinen Fallfarmer geben. Warum? Ja, es ist ja nicht keine Schande, dass man das sagt. Ich werde heute am Abend nicht daheim sein oder nicht zu Hause sein, aus diversen anderen Gründen, und deswegen habe ich heute keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Aber das ist halt nur einmal im Jahr, ne? Und deswegen nehme ich mir einfach mal die Freiheit und werde da nicht aufnehmen, sondern werde mir den Tag einfach frei nehmen und werde mir da, ja, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass da wahrscheinlich morgen nichts kommen wird. Eieiei, das schafft er gar nicht, ne? Die Frage ist jetzt, ob er zusätzlich noch verkeilt ist irgendwo oder ob einfach... guck mal ran hier, also, ne? Merlo, gar kein Problem hier. 50 Tonnen Tanne, gar kein Problem hier. So, rein damit. Oh, nein, das wollte ich nicht. Also, ich wollte schon, aber nicht so. Kann man das aufmachen? Oh, nee, oder? So, kann ich das jetzt? Ja, danke schön. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Ist der Xerion schon vorbeigefahren? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber, lass mal gucken. Ach, der fährt ja hinten rum. Ich bin auch ein Oschi, ne? Weißt du, Kurs selber eingefahren und fährt hinten rum. Naja, egal. So, den... da ist noch einer. Den hätte ich fast nicht gesehen vor lauter Grün, ne? Vor lauter Grün hätte ich ihn fast nicht gesehen. So, zu die Zange. Dann wirst du mitgenommen. Nein, bringt sich nicht, wenn du dich dagegen sträubst. Ich bin ein fliegender Baum. Ah, ich bin ein fahrender Baum.
So. Zack. Auf. Ich weiß, dass jetzt ein paar vielleicht nicht gefällt, was ich hier mache, aber tatsächlich ist es für die weitere Vorgehensweise im Spiel sehr, sehr hilfreich, wenn einige Bäume weg sind. Das habt ihr schon gesehen. Ja, es ist halt einfach besser. Ich mag es auch grün, gar keine Frage, aber da wo die Bäume stehen, müssen sie einfach weg. Da war mal ein Weg, ne? Den habe ich irgendwie, ja, habe ich gut gemacht. Ich müsste nur irgendwie einen Stamm sehen. Weißt du was, wir fahren einfach mit Karacho von der anderen Seite rein. Wir haben einfach den Weg zugemacht. Geil. Serien durchdrehende Reifen. Hat er vielleicht die Insel, also diese Insel und Anführungszeichen gefunden? Ah, das sieht nach Baum aus. So. Ach nee. Ah, jetzt ist weg. Okay. So, wunderbar. Das funktioniert doch wunderbar. Also ich weiß gar nicht, was das Problem ist. So. Kurz gucken, Xeran, was ist dein Problem? Ja, die Bäume kommen auch weg hier, weil das ist auch Kackewurst. Man muss sich die Map einfach so anpassen, wie man es braucht. Ne? Nicht immer nur jammern. Bringt nichts. Ihr müsst es selber anpassen. Das heißt, Bäume weg, Sträucher weg. Mal drüber pflügen würde ich jetzt nicht unbedingt, aber prinzipiell, ne? Wisst ihr Bescheid. Warum hat denn der nicht am Vorgewende aufgehört? Muss ich das verstehen? Hey, der fängt einfach irgendwo random an, ne? So, Moment. Du hörst jetzt mal auf. Du hast eigentlich hier noch zu tun. Guck mal an. Ah, hier hört auf. Ich weiß nicht, warum der jetzt mittendrin angefangen hat, aber gut. Irgendwer hat was. Ah, er ist fertig mit Ansehen. Ja, nice. Kannst du gleich auf den nächsten Feld fahren. So, du musst ja nicht hier weitermachen, Kollege. Weiß nicht, warum er hier aufgehört hat. Sehr gut. Mega geil. Hat er echt gut gemacht, oder? Guck mal an, hier alles bipifein angesehen. Also, kann ich nichts gegen sagen. Echt nicht. So eine kleine Puppelseemaschine. Es ist richtig gut hier. So, Feld 10 haben wir gemacht. Dann lassen wir ihn jetzt gleich auf das nächste Feld fahren. Er hat noch ein bisschen Saatgut drin. Das wird nicht reichen, das weiß ich auch. Ich bin nicht doof, aber ist es eigentlich auch eine Direktsaat? Das wäre halt eine interessante Sache jetzt, ne? Seemaschine, lass doch einfach unter Seemaschine gucken. So. Ist keine Direktsaat. So, das heißt, wir müssen zum Hof und müssen das erstmal umpacken. Das heißt, wir müssen den Gruber holen und müssen dann in weiterer Folge ansehen. Was aber kein Problem ist. Gut, das mit den Bäumen sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben ja noch einen stehen, der kommt noch weg, weil... Ne? Wie viel Zeug hier schon unten liegt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bäume sind das jetzt schon. Ist ja krass. Ist ja voll krass, ey. Ja, und der eigentliche Wald da drüben, den können wir dann, by the way, auch mal zusammen häckseln und Forst und Gedöns machen. Ey, da können wir eine richtig geile Halle draufstellen, dann, wenn wir das abgeforstet haben, ne? Aber war nur eine Idee. Lass mich da gerne noch beratschlagen von euch. So, können wir die hier rein? Jo, die hat hier Platz, oder? Ganz locker eigentlich. Ich weiß, sie ist nicht sauber, aber sie kommt gleich wieder zum Einsatz. Können wir die jetzt eigentlich auffüllen? Das wäre jetzt interessant. Guck mal, hat das gerade geleckt wie Teufel. Also, nur so, okay. Weißt du, wenn man die auffüllen könnte? So, können wir jetzt da drunter fahren und dann füllt das auf? Nee, oder? Hä. Vielleicht bin ich auch zu weit weg gewesen. Das kann auch sein. Auch kann auch sein. Ich finde es halt ein bisschen doof, dass man die. Dass man die jedes Mal aufklappen muss. Ich kann sie eigentlich so stehen lassen, einstweilen. Weil wir kommen ja dann später wieder. Dann ist sie bestimmt voll, wenn wir wieder da sind. Jo. Dann wird der Grober jetzt genommen. Grober ist ja auch ein mega gutes Teil, ne? Steckt ein bisschen fest, aber geht. Ist immer noch am Auffüllen hier. Ja, gut. Ihr habt ja ein bisschen Zeit, ne? Gönnt euch. Weiter gerade. Kommt der Xerion jetzt her? Aus dem Nix erscheint ein Xerion. Ist das krass oder ist das krass? Gut, liebe Leute, ich würde aber sagen, wir sind für den Moment erstmal fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen.
Wie gesagt, morgen wahrscheinlich kein Video. Wenn ich es heute irgendwie schaffe, kann sein, aber ich lege da nicht besonders viel Wert drauf, glaube ich. An einem Tag im Jahr kann man das schon mal machen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.